Die Fußball-WM ist vorbei. Frankreich hat Kroatien geschlagen und zu Ehren unseres neuen Weltmeisters Frankreich wollen wir diese Folge doch ausnahmsweise auf Französisch beginnen. Und deswegen sage ich, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Momentum et nous commençons comme l'habitude avec les nouvelles. Das letzte große Event von FIFA 18 ist gestartet, nämlich die Footies. Ab sofort und bis zum 14. August feiert EA damit nochmal ein kleines Best-of aus dem Ultimate-Team-Modus. Unter anderem und mit das Wichtigste dabei sind pinke Spezialkarten, die es in Zukunft geben wird. Und das funktioniert so. In den nächsten Wochen wird alle drei, vier Tage werden neue Squad-Building-Challenges zur Auswahl stehen, wo ihr dann unter drei Spielern auswählen dürft. Da werden dann zum Beispiel drei Torwärter, drei Rechtsverteidiger oder drei Stürmer zur Auswahl stehen und ihr schließt die Squad-Building-Challenge von dem Spieler ab, für den ihr abstimmen möchtet. Und der Spieler mit den meisten abgeschlossenen Squad-Building-Challenges erhält dann die pinke Spezialkarte. Außerdem bei den Footies dabei sind noch einige spezielle Squad-Building-Challenges aus den vergangenen Monaten, quasi ein Best-of der beliebtesten SBCs, die EA nochmal zu Leben erweckt und besondere End-of-Era-Karten, wo unter anderem Andres Iniesta, der seine Karriere bei Barca jetzt nach langen Jahren beendet, nochmal ein Spezialrating von 96 erhält. Letzte Woche haben wir noch gerätselt, was aus FIFA 19 wird, da ja Cristiano Ronaldo nun bekanntermaßen zu Juventus Turin gewechselt ist, als Coverstar von EA aber immer noch im Real Madrid-Trikot auf allen Spielcover zu sehen ist. Und schon reagiert EA und veröffentlicht via Twitter ein kleines Video, in dem Ronaldo in seinem neuen Juve-Trikot mit seinen neuen Teamkameraden zu sehen ist. Und das zeigt offensichtlich, dass EA wohl bei Ronaldo als Coverstar bleiben möchte und in Zukunft alle Promomaterialien ins schwarz-weiß gestreifte Trikot wechseln möchte. Und apropos Trikot, noch eine kleine weitere Trikot-News, nämlich der FC Liverpool hat seine neuen Jerseys für die kommende Saison vorgestellt. Und zwar auf einem ganz ungewöhnlichen Wege, nämlich nicht mit einer schicken Präsentation in ihrem Stadion in der Anfield Road, sondern virtuell in Pro Evolution Soccer 2019. Mit einem kleinen Clip aus dem Spiel hat Jürgen Klopps Mannschaft nun als allererstes Team der Welt ihr neues Team damit virtuell in einem Videospiel vorgestellt. Und zum Abschluss noch ein Blick weg vom Fußball hin zum Football nach Amerika. Nämlich bei Madden NFL 19 gab es ein kleines Kuriosum. Da hat nämlich der gute Leonard Fournette, der Running Back von den Jacksonville Jaguars, sich beschwert und möchte gerne aus dem Spiel entfernt werden. Und warum? Sein Rating ist ihm zu niedrig und dabei hat der 23-Jährige ein 87er Rating und ist damit unter den Top 10 auf seiner Position, aber das ist ihm nicht genug und deswegen hat er sich bei EA beschwert. Die Entwickler haben aber locker reagiert und ihm einfach eine kleine Kundendienstantwort zurückgesendet, nämlich wenn er besser bewertet werden möchte, dann müsse er Videobeweise einschicken, um zu belegen, dass er mehr als eine 87 verdient. Nun aber genug der Kuriositäten und zurück zu den wirklich schönen Dingen im Leben, nämlich unserem Tornado. Was wirbelt da durchs Internet? Na klar, der Tornado mit den besten Toren und bescheuertsten Clips der digitalen Ballsportkunst. Den Anfang macht Red White Red 12, der nach diesem Kopfballtreffer zusammensackt wie eine Flasche leer. Viel eher im Boden versinken müsste Tim Kallation, der das Ding hier versemmelt. Jawohl, keiner mit der Bude. Macht's wenigstens Gerrit. Hans, Toto, Max. Jetzt! Nein, nein, jetzt machen rein, nein! Meine Herren, was ist denn da los? Hat sich Red, White, Red inzwischen eigentlich wieder eingekriegt? Nein? Okay. Also gut, wenn schon Pfosten, dann wenigstens danach, mit Abschluss wie hier Emmerichsen. Wir gehen nochmal zurück zu Red, White, Red, wo die Verzweiflung inzwischen ansteckend zu sein scheint. Ein wahres Traumtor gelingt hier Champs Cup, der in Pro Evolution Soccer seinen Gegner gekonnt ausspielt. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ist euch was ähnlich Albernes passiert, dann schickt uns eine E-Mail mit dem Clip an tornado@gamestar.de.
Nach Abschluss der WM ist es endlich wieder Zeit für ein neues Team of the Week und das TOTW 38 zeigen wir einmal in voller Gänze. Besonders beeindruckend bei diesen 18 Mannen ist diesmal, dass nur zwei von ihnen schon zuvor einmal im Team of the Week standen, nämlich zum einen Ignazio Piatti, der diese Woche auf ein 85er Rating kommt, und Romain Alessandrini, der sogar eine 86 erreicht. Beide Spieler hatten aber noch nie zuvor, trotz vorherigen schwarzen Spezialkarten, so hohe Ratings wie diese Woche. Und ganz ähnliches gilt auch für die anderen 16 aus dem Team of the Week, allesamt mit ihrer ersten TOTW-Karte für diese Saison und damit auch mit ihrem höchsten Rating für diese Saison. Nach dem WM gibt es aber noch ein paar weitere Spezialteams im FIFA Ultimate Team Modus, nämlich zum einen das Team of the Tournament, in dem unter anderem ein 99er Eden Hazard zu finden ist, und das France World Cup Winner Team, bei dem wirklich die gesamte französische Nationalmannschaft, also die WM-Gewinner, Spezialkarten mit unglaublichen Top-Ratings erhalten. Dabei ist unter anderem auch ein Antoine Griezmann mit einem Spielerwert von 98 und auch Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart kommt darin auf einen fantastischen Spielerwert von 90. So, und das war's auch fast schon wieder für diese Woche mit Momentum. Zum Abschied wünsche ich allen Rätselfreunden da draußen noch viel Spaß mit unserem neuen Elfmeter-Gesicht und möchte nach der WM nochmal allen Teams meine Anerkennung ausdrücken, und zwar mit den sehr weisen Worten von Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank.